Willkommen bei Anderswohin. Mein Name ist Uli. In diesem Video machen wir wieder eine kleine Zeitreise. Es geht in den Harz im Jahre 1994. Der Harz, der liegt südlich von Hannover und nördlich oder nordöstlich von Göttingen-Kassel. Das Gebiet war geteilt durch die DDR-Grenze. Der westliche Teil gehörte zur Bundesrepublik. Und genau um diesen westlichen Teil, der heute zu Unrecht touristisch etwas benachteiligt wird, geht es in diesem Video. Und das hier ist Walkenried im Jahre 1994. Walkenried, das liegt am Rande des Südharzes. Hier geht es im Wesentlichen um eine Klosterruine. Im 12. Jahrhundert bauten hier Zisterziensermönchen das Kloster Walkenried. Im 17. Jahrhundert wurde es als Kloster aufgelöst und von da an als Steinbruch benutzt. 1994, da standen hier die Ruinen der Klosterkirche und noch einige Klausurgebäude. Ich glaube, hier fanden damals schon die Kreuzgangkonzerte statt. 2006 wurde dann erst das Museum gebaut. Inzwischen gehört das Ganze übrigens zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ein paar Kilometer entfernt, ebenfalls am Südrand des Harzes, liegt die Stadt Herzberg. 1994 gab es hier schon eine interessante Innenstadt und eine hübsche Fußgängerzone. Besonders interessant ist aber Schloss Herzberg über der Stadt. Das stammt ursprünglich aus dem 12. Jahrhundert und gehörte den Welfen, ist also ein Welfenschloss. Die ehemalige Burg, die 1510 zum Schloss wurde, ist eine Vierflügelanlage. Die hat 180 Zimmer und gilt damit als größte Schlossanlage in Niedersachsen, die in Fachwerkbauweise errichtet wurde. Heute ist im Innern ein kleines kulturelles Zentrum, ein Café-Restaurant und ein Museum. Ich meine, das war damals noch nicht da. Das ist das Eingangstor und dann geht es rein in den Innenhof und da sieht es nicht richtig schön aus. Ja, und das ist der Blick über die Stadt Herzberg, hier oben vom Schloss aus, 1994. Ja, und da sind wir wieder unten in der Innenstadt und schauen von da aus nochmal hoch zum Schloss. Aber wir sind immer noch im südwestlichen Harzvorland im Jahr 1994 und hier sind wir im Dorf Pölde. Und zwar ganz in der Nähe von Pölde, da erhebt sich der Rotenberg und auf dem befindet sich die Wallburg Pölde. Das war eine sogenannte Fliehburg, die wurde im 8. bis 12. Jahrhundert genutzt. Die besteht aus Hauptburg und Vorburg. Die besteht allerdings nur aus ein paar wieder aufgebauten Fundamenten. Die Wallanlage, die nennt man auch König Heinrichs Vogelherd. Laut Sage soll hier Heinrich 919 die Nachricht erhalten haben, dass er als erster Sachse zum König des Ostfrankenreichs gewählt worden ist. Im Dorf Pölde, da gab es eine Pfalz, die stand da, wo heute die Kirche steht. Und die Kirche selber, die ist auf den Grundmauern des Klosters der Pfalz Pölde gebaut worden. So, wir bewegen uns jetzt mal in den Harz rein. Und 1994 sind wir hier in der Stadt Clausthal-Zellerfeld, und zwar genauer im Oberharzer Bergwerksmuseum. Ein Museum, das 1884 gegründet wurde. Ja, was gab es da zu sehen? Zum Beispiel Lehrmodelle aus der Sammlung der Bergschule. Dann gab es so typische Wohnräume aus dem Leben und Arbeitswelt der Oberharzer Bevölkerung, besonders hier in Clausthal-Zellerfeld eben.
Ja, und man ging mit einer Führung unter Tage, wobei man nicht unter die Erde ging, sondern man ebenerdig blieb, denn das Ganze hier, das war ein Schaubergwerk mit Besucherstollen. Ja, und damals gehörte zum Museum schon ein Freigelände. Da gab es eine sogenannte Pferdegeipel und eine Radstube zu sehen. Bei Goslar, da liegt der Stadtteil Hahnklee-Boxwiese. Und hier steht die Gustav-Adolf-Stabkirche, das ist die eigentliche Sensation hier. Der Bau, das ist eine freie Nachbildung einer Stabkirche, der schon zwar der Stabkirche von Borgund. 1907 wurde sie gebaut. Der Architekt, der war damals der Ansicht, dass zu Zeiten der Christianisierung Deutschlands im ganzen norddeutschen Raum Stabkirchen gestanden hätten, also auch hier im Harz. Auf dem Friedhof, da ist das Grab von Paul Linke. Der ist 1946 hier in Hahnklee gestorben. Wenn ihr ihn nicht kennt, der Mann war einer der bekanntesten Operettenkomponisten der 20er und 30er Jahre. Eventuell kennt ihr einen seiner Titel, der ein Gassenhauer damals war. Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. Genau, das ist nämlich von ihm. Dieser Bahnhof hat eines der ältesten heute noch vorhandenen Empfangsgebäude in Deutschland. Wir sind in Wiedenburg im nordwestlichen Harzvorland, so etwa 10 Kilometer von Goslar entfernt. Das Gebäude wurde so 1838 bis 40 gebaut. Inzwischen ist es restauriert. Gleich daneben liegt das Eisenbahnmuseum Wiedenburg. Auf dem Außengelände, auf den Abstell- und Rangiergleisen, da standen damals schon Lokomotiven, heute stehen da noch viel mehr. Und es gibt ein Museum in den Räumen der ehemaligen Bahngebäude. Ja, und so sah das damals in den Räumen des Museums aus. Hier ging es rund ums Bahnfahren, und zwar hauptsächlich um die Bahn im Harzgebiet.
Und was in einem Eisenbahnmuseum natürlich nicht fehlen darf, das ist eine Modelleisenbahn. Und die gab es damals hier in Wiedenburg. Ja, das ist dann das Ende dieser Zeitreise. Die hat uns durch den Westen im und am Harz geführt und das Ganze im Jahr 1994, also vor über 25 Jahren oder vor fast 30 Jahren. Ja, angesichts der aktuellen Lage, ich vertreibe mir die Zeit damit, alte Fotos und Videos zu digitalisieren und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, mit mir alte Videos zu sehen. In diesem Sinn, tschüss.